Bei der zweiten Erscheinung am 13. Juli 1947 sah Pierina anstelle der drei Schwerter drei Rosen. Weiß, Rot, Gold. Die weiße Rose bedeutet, Maria ist die reinste Tochter des Vaters, ist Immaculata, Sitz der Weisheit. Die rote Rose bedeutet, Maria ist die Mutter des Sohnes Gottes, ist Mater Dolorosa, schmerzhafte Mutter und Mutter der Barmherzigkeit, Geist der Sühne und Opferbereitschaft. Die gelbe oder goldene Rose bedeutet, Maria ist die Braut des Heiligen Geistes, die Königin des Himmels und der Erde, die Mutter der Kirche. Auch Satan hat sich drei Rosen angeschafft, die weiße Rose Satans, Ausdruck dafür einer gottlosen Wissenschaft, Atheismus, Rationalismus, Liberalismus, Modernismus, Humanismus, Anarchismus und wie sie alle heißen, diese gottlosen Ismen. In Deutschland entstand eine Form der Freimaurerei, die sogenannten Rosenkreuze, ein Hochgrad der Freimaurer. Freimaurer tragen bei besonderen Feiern eine weiße Rose. In der Kirche selbst ist das vor allem der Modernismus mit einer Gott-ist-tot-Theologie. Der Modernismus leugnet die Gottheit Christi, die Wunde, die Unsterblichkeit der Seele, die allerheiligste Dreifaltigkeit. Die Existenz von Engeln, Teufeln leugnet die Hölle, das Fegfeuer, die päpstliche Unfehlbarkeit, die Autorität der Kirche, der Eltern, leugnet jede Übernatur. Das ist der Tod der Religion. Papst Leo XIII. Schreibt in einem Motu Proprio am 28.09.1888 folgendes: Satan schweift heute aufs Neue über die Erde. Er nimmt die Gewalt eines Lichtengels an. Die böse Schlange gießt wie einen schmutzigen Strom über die verblendete, verkommene Menschheit das Gift ihrer Bosheit aus. Den Geist der Lüge, der Gottlosigkeit und Lästerung, den Pesthauch der Unkeuschheit und alle schändlichen Laster. Die rote Rose Satans. Sie ist das Zeichen des Zusammenschlusses aller Gegner Gottes, besonders der Gegner Christi, seines Kreuzes, seines kostbaren Blutes. Sie ist das Zeichen des Aufruhrs, der Revolution, der gegen den Himmel geballten Fäuste, ja, der blutigen Gewalt, der Unmenschlichkeit, der Grausamkeit, des Marxismus, des Kommunismus, der Diktatur. Innerhalb der Kirche gehört dazu die übertriebene Betonung der Mitmenschlichkeit und Brüderlichkeit, Verächtlichmachung des Kreuzes, des Gebetes, des Opfers, das erschreckende Anwachsens, wie Ehler, Sakrilegien, Spott und Hohn über fundamentale Glaubenswahrheiten, über Gebote Gottes und der Kirche, über Sakramente, Sakramentalien und Formen christlicher Frömmigkeit, Marienverehrung, Engel, Heilige, Rosenkranz, Kreuzweg, dazu zersetzende Kritik, Auflösung, alle Tabus. Die goldene Rose Satans. Ausdruck dafür ist die Selbstvergottung, das Sein wie Gott, die Gier nach Mammon, nach der Macht des Goldes, des Materialismus, die Anbetung des goldenen Kalbes, die Modeströmungen, der hemmungslose Genuss, Alkoholismus, die Pornowelle, die Haschwelle, Perversität, Aberglaube, Magie, Spiritismus, Sodoma und Gomorra, die Dämonie, das Tier, das Absinken unter das Tier. Jahr um Jahr wird das erschreckend
rasche Ansteigen dieser verderblichen, dämonischen Strömungen immer mehr sichtbar. Man bedenke, es sind wirkliche Strömungen, die die Masse mitreißen. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Ein Erschrecken überkommt einen, wenn man liest, dass bereits eine sogenannte Satanskirche besteht. Sie wurde 1966 von Anton LaVey, dem schwarzen Papst in San Francisco, gegründet und ist als eine der religiösen Körperschaften in den USA offiziell registriert, also nicht mehr ein Geheimbund. Sie breitet sich über die ganze Welt aus. Es gibt bereits eine satanische Bibel. Bei den satanischen Trauungen und schwarzen Messen ist der Altar eine unbekleidete Frau. Der Bewerber für diese satanische Kirche muss sich im Aufnahmeritus mit seinem eigenen Blut dem Teufel verschreiben. Lodernden Hass gegen Gott, gegen die Kirchen und die Gläubigen ist das Hauptziel. Die Teufelsreligion soll zur Weltreligion werden. Das ist das Ziel Satans. Wie am Anfang der Schöpfung scheint Satan und sein Anhang auch gerade heute zu proklamieren. Lasst uns bis zum Himmel emporsteigen. Aber Gott wird auch heute wieder Antwort geben. Bis in den Abgrund der Hölle sollst du hinabgestürzt werden. Dafür schickt der Herr heute offensichtlich die große Gegenspielerin, die Schlangenzertreterin, Maria, und mit ihr die heiligen Engel des Himmels. In Fatima hat Maria versprochen, am Ende wird mein unbeflecktes Herz siegen. Wenn sie im Monti Chiari mit den drei Rosen über ihrem mütterlichen Herzen erscheint, dann sagt das wohl ganz klar: Ich komme mit der Allmacht und Weisheit, mit der Erlösungsfrucht und der Barmherzigkeit, mit der Liebe und dem Reichtum des dreifaltigen Gottes. Und welche Abwehr- und Kampfwaffen bietet sie an, als erste und wichtigste, als durchschlagendeste und sieghafteste immer wieder? Betet den heiligen Rosenkranz.